Heute arbeiten wir mit dem absoluten Power-Gemüse, mit dem Brokkoli. Wenn ihr mich fragen würdet, welches Gemüse steht bei mir ganz oben auf meiner Lieblingsliste, dann wird mir ziemlich schnell der Brokkoli einfallen. Ich liebe den wirklich sehr. Ich baue den seit Jahren im Garten selber an, habe damit immer gute Erfolge. Das ist natürlich auch ein Starkzehrer, gehört zu den Kohlgewächsen, zu den Kreuzblütlern wieder. Das heißt, er zieht wirklich viel Energie raus aus dem Beet. Man braucht so circa 40 auf 40 cm Platz pro Pflanze, weil das, was wir hier sehen, ist ja nur die Rose letztendlich. Ist auch sehr genormt, was wir da kaufen können. Der hier ist jetzt auch gekauft. Grundsätzlich zur Qualität, schaut immer, dass es richtig schön feste Röschen sind. Wenn das da oben schon labbrig ist, dann würde ich ihn einfach nicht mehr kaufen. Und diese kleinen grünen Nupsis, nenne ich sie jetzt einfach mal, das sind letztendlich alles kleine Blüten. Und das ist eben ganz faszinierend, wenn man das einmal gesehen hat. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt fängt er an zu schießen, geht in die Blüte, weil das Ziel einer jeden Pflanze ist natürlich die Fortpflanzung und die Vermehrung. Und jedes kleines grünes Puschelchen hier wird zu einer einzelnen Kreuzblüte, meistens gelb auch, im Kreuz angeordnet. Auch die schmecken sehr lecker. So, es gibt da ganz viel Blattgrün außenrum. Der Stiel ist auch so hoch. Beim Ernten immer abschneiden, aber nicht rausreißen, weil meistens kommen nochmal zwei, drei kleine Brokkolitriebe danach. Also mache ich immer so, kann man nochmal nachernten. Und die Blätter sind auch sehr lecker. Also auch wenn ihr da die Möglichkeit habt, diese großen, wilden, ausgewachsenen, hässlichen, würde ich jetzt stehen lassen, aber die kleinen, schönen sind super. So, wir machen heute zwei Rezepte damit. Einmal habe ich hier schon ein bisschen was aufgesetzt, und zwar einen Brokkoli im Dämpfkorb. Kann ich euch sehr empfehlen. Das hier ist so ein Metallkorb, passt auf verschiedene Topfgrößen. Unten ist Wasser drinnen. Dämpft ist die schonendste Methode für Gemüse, um es zu garen. Auch so jetzt als Beilage schon lecker, wenn man den perfekt auf den Punkt dämpft. Und wir machen hier aber ein schönes Brokkoli-Püree draus. Wunderschöne grüne Farbe nämlich. Und da bitte auch immer den Strunk mitnehmen. Bloß den Strunk müsst ihr halt schälen. Ja? Das sieht man immer am einfachsten. Wenn ich unten jetzt das trockene Stück anschneide, seht ihr das hier? In der Mitte ist es schön weiß. Und hier sieht man noch die Fasern. Und diese Fasern im Außenbereich, die müsst ihr halt einfach abschneiden. In der Mitte, das ist das Herz vom Brokkoli, ist eigentlich das Leckerste von dem ganzen Ding. Also auf jeden Fall immer mitverwenden, sehe ich ganz oft in den Kursen, dass einfach weggeschmissen wird. Und das ist aber gut 20% von eurem Geld. Also muss ja nicht sein. So, der dämpft schön durch fürs Püree. Und wir machen hier so eine Art, ich mag immer diese Begrifflichkeiten nicht, aber Wings passt wirklich ganz gut eigentlich. Wir machen halt panierte, frittierte Brokkoliröschen. Hier die gesunde, gedämpfte Variante. Hier ein bisschen ungesünder, in Anführungsstrichen, dafür wirklich sehr, sehr lecker. Wir machen so ein bisschen New Orleans-Style Richtung von der Panade her. Das heißt, wir haben einen Flüssigteig und einen trockenen Teig. Trockene Panade, Semmelbrösel, Mehl, das ist ein Dinkelmehl, und eine Prise Curry und eine Prise Salz jetzt in der Mischung. Das vermischt ihr einfach. Und hier die flüssige Mischung, haben wir geräuchertes Paprikapulver, brauchen wir nicht alles. Eine Barbecue-Soße. Und das ist der Unterschied zu den klassischen Panaden, die wir eigentlich so bei uns kennen. Es wird alles schon relativ gut gewürzt hier in dieser amerikanischen Version. So, das versucht er erstmal klümpchenfrei zu mixen. Hier habe ich schon Olivenöl aufgestellt. Olivenöl bis 170, 180 Grad, auf jeden Fall ganz gut stabil. Müsst ihr einfach schauen, dass ihr nicht drüber kommt von der Temperatur her. Erkennt ihr immer den Punkt dran, wenn ihr einen Holzkochlöffel reinsteckt oder jetzt ein Stückchen paniert, wenn es da schon zum Blubbern anfängt, seid ihr bei ca. 160 Grad. Dann riecht man auch nichts. Ja? Also die Bude riecht nicht nach Frittenbude, in Anführungsstrichen, sondern wenn man das technisch gut macht, ist es auch von der Seite her nicht geruchsbelästigend, und das saugt sich jetzt auch nicht voll mit Fett. Ja? Also man kann in der Pfanne
deutlich ungesünder arbeiten oft, als wenn man richtig gut von der Temperatur und von der Technik her frittiert. So, jetzt nehmen wir hier einfach ein so ein Ding, ziehen das hier einmal durch den flüssigen Part, abtropfen und der obere, praktisch der obere Zentimeter, wo ich es festhalte, der muss da gar nicht rein in den Teig. Dann drücke ich es hier rein, ziehe das einmal kräftig durch. Seht ihr das? Ist das drauf? So sieht es aus. So ein bisschen dicker auch. Ja? Da klebt dann so richtig der Teig dran. Könnt ihr auch schon vorbereiten. Also so kriegt ihr auf jeden Fall in jeden Menschen Brokkoli rein. Auch Kinder mögen das ganz gerne, muss man halt von der Würzung her aufpassen. Aber ist natürlich durchs Frittieren ganz klar jetzt nichts, was ich jeden Tag auf dem Speiseplan habe. Aber manchmal, wenn ich richtig Bock auf ein bisschen was Ungesundes habe, ist das ein schöner Mittelweg, finde ich. Jetzt schauen wir mal. Ja, das blubbert schon. Hört man es auch. Frittieren, bis es schön goldgelb ist. Ups. Man könnte es auch doppelt frittieren, aber muss auch nicht sein. Also doppelt panieren meine ich. Doppelt frittieren gibt es auch die Technik, das macht man eher bei Kartoffelchips, weil die bei einem Frittierdurchgang noch nicht ganz gar werden, beziehungsweise zu schnell dunkel werden. Das heißt, man frittiert sie einmal an, holt sie raus, lässt sie ein bisschen runterkühlen und frittiert sie dann nochmal. So. Schaumkelle. So, ich hole es schon mal raus. Seht ihr das? So richtig schön kleine, knusprige. Diese Blüten werden so richtig schön knusprig. Ein bisschen brauchen sie noch. Das könnt ihr natürlich auch mit jedem anderen Gemüse machen. Das ist auch ganz klar. Mit Pilzen ist es auch ganz lecker. Es bleibt übrigens auch immer Teig über, also so ganz auf den Punkt kriege ich das zumindest nicht hin, vielleicht schafft es ihr ja. Was mache ich mit dem Rest? Mit einem super leckerer Pfannkuchen. Da mache ich mir ganz gerne so koreanische Pfannkuchen, einfach in die Pfanne rausbacken, ein bisschen Kimchi eingelegt. Von beiden Seiten, dann röstet der Kohl auch nochmal richtig lecker an, ist mega. So, den machen wir noch, dann denke ich, ist das Prinzip klar. Ich hätte auch vorher schon aufhören können, aber ich habe ja selber Bock drauf, das zu essen. So, jetzt schauen wir mal, die Freunde ausschauen. Ja, kann aber noch ein bisschen. Aufpassen, wenn ihr mit dem Finger dran geht natürlich. Ich klopfe immer so ein bisschen drauf und dann merkt man schon, ob es richtig, schön knusprig ist. Das ist das Ziel. So, parallel können wir uns ja ein bisschen ums Püree kümmern. Soll einfach weich sein. Ja? Also gerade der Punkt, wenn es anfängt, eigentlich in der Küche nach Kohl zu riechen, den sollte man abpassen, weil ich finde, wenn man das zu stark gart bei allen Kohlpflanzen, dann fängt es halt so an zu müffeln und das macht eigentlich niemanden Spaß. Ich habe zumindest noch niemanden kennengelernt. Oh, wunderschön. Also das wäre jetzt so auch lecker. Bisschen Olivenöl drüber. Schönes Gomasio, so ein Sesamsalz.
tolle Beilage immer. Das hier sind die, ist der Strunk. So, dann haben wir ein bisschen Mandelmus. Da könnt ihr aber auch jedes andere Nussmus dafür verwenden. Einfach um es ein bisschen abzubinden. Thymian, finde ich, ist da ein Muss bei dem Püree. So eine Klassiker-Mischung. Ich mache noch ein bisschen Olivenöl rein. Das macht ihr, wie ihr möchtet. Muss nicht sein. Wir brauchen ein bisschen was von dem Kochwasser auch noch. Aber tastet euch langsam ran, weil lieber kippt ihr noch was nach, als andersrum. Ich sage da nur als Stichwort Video zum Thema Mais. Da kam in die Maiscreme auch ein bisschen zu viel Flüssigkeit. So, das passt super. Machen wir die mal raus. Einfach auf ein Tuch drauf, dass das überschüssige Fett abtropfen kann. Jetzt habe ich die Hitze wieder ein bisschen hochgedreht, weil jetzt kommt ja viel rein, was die Hitze wieder nach unten senkt. Ja? Also man muss beim Frittieren immer ein bisschen mit der Hitze spielen und vorsichtig reinplumpsen lassen. Gut, Zitrone. Brauche ich noch ein bisschen Zitronensaft. Ganz wenig. Erstmal. Und ein bisschen Schale, aber es ist eine Bio-Zitrone. Das schneide ich einfach mit dem Messer so ein bisschen was runter. Zack, zack, zack. Rein damit und los geht's. Was hier natürlich auf jeden Fall noch fehlt, ist ein bisschen Salz. Habe ich nämlich noch gar nicht drin gehabt. So, und das war es auch schon. Ganz simples Gemüsepüree. Und die Technik vom Prinzip her könnt ihr natürlich wieder mit fast jeder Gemüsesorte auch anwenden. Ich mag das immer, wenn das so schön leicht, luftig, cremig ist. Seht ihr das? Ist überhaupt nicht zu fest. Immer eine schöne Beilage. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen frischen Thymian. Bisschen oben mit drauf. Bisschen Sesam. Schmeckt kalt und warm. Ja? Schmeckt auch lecker als Sandwich, Creme zum Beispiel als Basis ein bisschen. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Am Schluss könnt ihr auf jeden Fall auch immer so ein bisschen noch was abwürzen. So ein bisschen Salz hinten drauf. Ansonsten super schön knuspriger Teig. Ja, ich hoffe, es war für euch wieder ein bisschen was Kreatives dabei. Ich frittiere das jetzt noch in Ruhe zu Ende. Und dann lassen wir uns das hier schmecken. Wie immer, die Rezepte zu den beiden Ideen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Verlinkung mit sehr ausführlichen Rezepten, auch noch weiteren Ideen und Abwandlungen mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal mit der Aktivierung und der Info. Denn nächste Woche kommt schon wieder das nächste Video mit einer neuen Gemüsesorte und kleinen kreativen Ideen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. In diesem Sinne ganz viel Freude beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken.